Hallöchen da draußen im VOD. Hallo VOD. Hallo YouTube, hallo VOD-Gucker. Wir spielen The Outlast Trials und wir versuchen diesmal den zweiten Trial hinzubekommen. Mhm. Ja, ich bin ein wenig müde, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir haben ein wenig geübt. Ja, das stimmt. Deswegen glaube ich, das bin ich zuversichtlich, dass das was wird. Ja. Gut, ich hoffe, man hört uns auch alle ganz gut. Dann wache ich mal auf. Warte. Hallo. Aufwachen. Ja. Lädst du mich ein, oder? Ja, ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Boom, Baby! Denn ich bin... Sound ist an, Sound ist alles bei allem an, glaube ich, ne? Tonlautstärke ist super, dankeschön, Say, vielen Dank. Ich habe keine Einladung. Nein, weil ich hier gerade stehe und, ja, ist ja gut. Du kriegst ja schon eine Einladung. Einladung. Wurde gesendet. Annehmen. Ach nee, ich wollte ablehnen, verdammt. Ja, Pech gehabt. Haha, lustig. Doppel. Okay, Discord machen wir mal aus. So. Also ich habe Discord aus. Ich habe Discord auch aus. Sehr gut. Dann bist du nämlich jetzt auf dem Dingston. Dann mache ich den nochmal, den Gaming-Ton mit dir ein bisschen lauter. So. Kannst du auch nur mich lauter machen, sonst, falls ich. Du kannst ja auch nur mich lauter machen, falls ich zu leise sein sollte. Kann ich das? Ja, das geht. Man kann unter Audio-Einstellungen das machen. Unter Audio-Einstellungen. Ich meine, es geht unter Einstellungen. Audio, glaube ich, ging das. Ja, da kannst du Gesamtlautstärke, Effektlautstärke, Musiklautstärke und unten Voice-Chat-Lautstärke. Da! Okay, ja, dann mache ich dich definitiv lauter. Dann ist das nämlich cooler. Dann mach mich lauter. Sag mal was. Mach mich. Hallo! Für mich wirst du aber nicht lauter, habe ich das Gefühl. Boah, da muss ich das erst bestätigen. Warte mal, anwenden, mach nochmal. Du musst das bestätigen. Ja, naja. Also, soweit ich weiß, hallo! Alles gut, sollte so passen. Sollte so passen. Ja, ja. Okay, gut. Nice. So, was ich jetzt als allererstes mache, bevor wir jetzt starten. Ich gehe jetzt zur Apothekerin. Ja. Endlich. Weil, Leute, ich habe hier oben, wie ihr vielleicht seht, ich habe ein paar Marken und so gesammelt. Und ein bisschen Geld. Ich habe ein wenig geübt. Wir haben beide ein wenig geübt. Und ja, dadurch haben wir Marken. Gutscheine steht hier tatsächlich, nicht Marken. Das heißt Gutscheine. Mhm. Und mit den Gutscheinen, ist die Kamera eigentlich so gut? So. Mit den Gutscheinen können wir Sachen kaufen, ne? Oh, das war lustig. Warum redet die nicht mit mir? Sonst redet die doch, oder? Die guckt mich einfach nur nett an. Ja. Ich mag diese ganzen Halloween-Dekorationen hier. Ich finde das super. Ich finde das super süß irgendwie. Mhm. Weil es so, in so einer Anstalt irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so niedlich ist, wie sie das da machen. Okay, so. Oh, goodness, just look at you, you poor dear. Oh. Whatever did you do to end up here? Well, I'll bet Dr. Easterman takes a personal interest in your case. He really is a miracle worker. Okay. And of course, I'll do my part. I'm Nurse Barlow. My Christian name is Emily, but I prefer nurse, if it's all the same to you. Okay, ich glaube, sie ist fertig. Sie hat mit mir gesprochen, die Emily, und da wollte ich, ich wollte sie ausreden lassen. Emily Barlow, Rezepte, verbessern deine körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Die chemische Therapie von Murkoff ist endgültig. Das heißt, ein einmal erworbenes RX ist für immer aktiv. Ach, krass.
Das kann man also nicht mehr ändern. Mhm. Das wusste ich nicht. Okay. So, Stufe 1. Ich mach das einfach mal. Du hast das ja schon gemacht, ne? Mhm. Und da kann man jetzt irgendeins aussuchen? Ja. Okay. Sofortige Nutzung. Halte Interagieren gedrückt, um ein Item sofort zu nutzen, anstatt es in dein Inventar zu legen. Aha. Das will ich aber nicht. Selbstverteidigungstechnik und Regeneration haben wir ja gesagt, sei sehr gut, ne? Regeneration. Ein kleiner Teil der Gesundheit regeneriert sich nach einer kurzen Verzögerung. Ja, komm, das nehmen wir. Well, bless your heart. Ja, und Selbstverteidigungstechnik, ne? Du kannst eine Flasche oder einen Ziegelstein aus deinem Inventar benutzen, um den Griff eines Meuchlers schnell zu entkommen. Das finde ich auch hervorragend. Ja, you have to take care genau, das habe ich ja auch. So. Second favorite organ. Von feinen gepackten Freunden zu helfen. Das klingt voll krass. Erschöpft dich nicht länger. Mm. Das finde ich auch gut. Das nehme ich, glaube ich, auch. I hope you can handle it. So. Rammetüren beim Rennen. Mhm. Freunde vor feindlichen Hinrichtungen zu retten, erschöpft dich nicht länger. Ich kann dich wohl in der Hinrichtung retten. Ja, scheinbar schon. Aber das haben wir bisher noch nie ausprobiert, irgendwie. Okay. Aber wahrscheinlich kannst du den dann auch, den Hinrichtenden, kannst du dann wahrscheinlich auch wegkicken oder so, weißt du? Also ja, das wäre logisch, wenn also das Das halt erschöpft mich nicht länger. Das heißt, es ging auch vorher schon. Ich nehme jetzt noch Rutschen. Scheinbar ja. You may experience nothing taste burning metal. Dann that's normal. Like a slippery slide. Slippery slidey, slidey, slippery. Slippity Slidey. So, und dann gehe ich, glaube ich, nochmal zu dem, wie heißt der andere Typ da? Ja, wir haben ja beide jetzt dieses Abwerfgeschoss aktuell, ne? Ist ja gar nicht so bad. Ich überlege nur, das mit dem Heilen ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Wenn ich das jetzt hochlevel. Oh, Entschuldigung. Ich muss mal einen Schluck trinken. Mir ist ein Knickknack im Hals stecken geblieben. Nicht so gut. Nee. Warte mal, Entgiftung. Baby Shock. Verlängere die Dauer des Heilungseffekts. Entgiftung. Heilgas heilt auch Psychosen. Das ist geil. Das Heilgas verlangsamt die betroffenen Feinde kurzzeitig. Ich würde das eigentlich auch gerne. Du bist gerade eben noch ein Augenblickchen dran, ne? Ich bin noch einen kurzen Moment dran. Ja, wolltest du was machen? Gut, ich lasse die Kopfhörer auf. Ich gehe mal eben in die Küche und schneide mir mal eben schnell einen Apfel auf, ja? Schneid dir einen Apfel auf. Stille Hilfe. Ach. Die Heilung geschieht im Stillen. Also man wird tatsächlich. Man wird gehört, während man heilt. Wir haben jetzt, als wir aufgenommen haben, habe ich immer Heilen verwendet. Aber ich muss zugeben, ich habe auch alleine gespielt und da war dieses Betäuben hier, das war richtig gut. Also das hat viel gebracht einfach. Spieler, die sich im Essen. Ist halt die Frage. Letztendlich werden wir alles irgendwie hochleveln. Guck mal, erweiterte Dauer. Verlängere die Dauer des Heilungseffekts. Ich habe jetzt noch 4. Ich könnte eventuell die beiden noch machen. Tja. Was kann ich denn hier noch machen? Wiederherstellung. Die Abklingzeit wird sofort reduziert, wenn kein Gegner getroffen wird. Das passiert mir eigentlich eh nie. Also wenn, dann treffe ich die meistens. Jetzt ist natürlich die Frage. Nimm ich das Betäuben? Ich glaube, ich nehme Heilen. Ich glaube, ich nehme Heilen für das, was wir jetzt da machen. Komm, dann nehme ich jetzt noch Entgiftung. Dann habe ich alle Gutscheine verbraucht. Und dann suche ich das, glaube ich, aus. Jetzt gleich wähle ich mir das aus. Ja, danke. Ja, cool. Ich glaube, ich nehm Heilen. Ich hab's gehört. Ja, mach das ruhig. Für das Level jetzt, was wir da spielen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Weil es ist ja nicht so stressig. Also schon, aber schreddere die faulen Äpfel. Ich glaube, da bringt uns Heilen mehr. Hallo, Kuni. Oh, hi, it's Kuni. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, wir spielen wieder Outlast Trials. Wir versuchen es.
Aber wir haben geübt. Diesmal werden wir wohl besser sein. Ja, was mache ich jetzt? Nimm ich das Abwurfgeschoss oder heilen? Nimm ruhig das Heilen. Ich habe mich aber sehr daran gewöhnt, die abzuschießen. Ja gut, ja, okay, wenn das drin ist, dann mach das ruhig. Weißt du, das ist so ein Gefühl. Allerdings, wir haben ja geübt und wir haben schwierig geübt. Also wir haben nicht so viel, ich glaube, wir haben nicht so viel Action. Wenn ich nicht zum Heilen habe, dann müssen wir auf jeden Fall immer was zum Heilen finden. Komm, ich mach Heilen. Stimmt. Ich mach Heilen, komm. Egal. Okay. Ich mach Heilen. Level 5. Damit kann ich auch meine Psychosen heilen. Ist gar nicht so schlecht. Okay. Oh, ich wollte nicht zur Seite. Aber ich wollte mal Rutschen ausprobieren. Moment, ich müsste ja jetzt rutschen können. Yay! Ich kann rutschen! Ja! Psychosen kann man damit also auch heilen? Ja, wenn du das auflevelst. Ah, also hast du das jetzt schon? Ich hab das jetzt, ja. Das ist natürlich praktisch, weil Psychosen heilen finde ich sehr, sehr gut. Ne? Ja, müsste ja, aber Psychosen nerven ja mega extrem. Ja, müsste eigentlich bei uns beiden funktionieren. Aber ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viele Probleme mit Psychosen gehabt wie du. Du hast irgendwie immer Psychosen. Ja gut, egal. Also, wir machen das, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, also das letzte Mal im Stream. Wir schreddern die faulen Äpfel, ne? Mhm. Alles klar. Sind wir bereit? Starten wir einfach durch? 1, 2, 3, los? Wir sind bereit, wir starten einfach durch. Alles klar. Dann rein da! Rein da! Geht noch nicht. Prüfung gut vorbereitet. Ich kann rutschen. Please proceed to the shuttle. Boom! You may now enter the trial. Boom. Okay, ich bin noch gar nicht wieder darauf vorbereitet, auf diesen Stress. Ich auch nicht. Mal sehen, ob wir jetzt das erste Mal das funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, man muss erst wieder reinkommen bei dem Spiel. So wie bei DBD. Nur bei DBD labert er dazu. Nur bei DBD ist das nicht so, wenn man da eine Runde verliert, ist das nicht so schlimm. Wenn man hier eine Runde verliert, ist das gleich so eine halbe Stunde für den Arsch oder so. Also für den Arsch ja nicht, haben wir ja festgestellt. Lecker. Oh Gott, irgendwie. Demnächst Ankunft am Zielort. Ankunft am Zielort. Ja. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung geradeaus. Ich bin reingesprungen, es hat irgendwie nicht so gut funktioniert, das Reinspringen. So, schreddere die faulen Äpfel. Vergnügungspark. So. Inflitiere den Vergnügungspark. Warte mal ganz kurz. Ja. Bitte? Ja, ich warte. Du bist gerade, ich hatte dich gerade lauter gemacht, aber irgendwie ist man im Game lauter als in der Lobby. Ja? Habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen. Ist doch gar nicht so schlecht. Also, ist okay, aber da brauche ich dich halt nicht so laut, wie ich dich gerade hatte. Verstehe. Ich muss ja auch was vom Game hören. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Geht's hier auch hoch? Tatsache. Ist hier irgendwas drin? Nee, ne? We can't have that, can we, Dr. Daddy? We'll just have to peel Dr. those Daddy. Brownies off and make some... Dr. Daddy. Das Spiel soll nicht ab 18 sein? Ich glaube ja nicht. Ich glaube auch nicht. Come
Come in. Come join the party. We're all going to have such fun. La 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 la. Wo steckt? Ach so. Kann er über das Dreirad nicht rüber? Okay, ich baue auf jeden Fall Wurfgeschosse dann. So viel ich haben kann. Ach so, hier hinten ist ja auch noch offen. Oh! Obacht, sonst gibt's gleich direkt Psychose. Hab ich weggemacht. Sehr gut. Ich hab Heal gefunden. Willst du Heal haben? Nur ganz kurz. Take this Heal, please. Das wollte ich gar nicht. Warte, das ist kein Heal. Hier, das ist. Das ist kein Heal. Das ist Heal. Take it! Take it if you want it. So, oh nee, ich wollte hier rein. Und dann wollte ich den. Hier rein? Den noch mitnehmen hier. Ja, hier ist sonst nichts drin. Ich habe schon alles leer gemacht. Ach, guck mal, das könnte ich direkt aufmachen. Macht das Sinn? Klar, haben wir. Oh, ich kann das nicht abbrechen. Oh, warte. Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann das nicht abbrechen. Wenn ich das einmal anfange zu knacken. Bist du dran? Das ist ja scheiße. Das ist nochmal Heal. Großer Heal. Nehme ich. Ja, ich habe mal Adrenalin mitgenommen. Adrenalin! Adrenalin! So. Ach, hier sind auch noch Türen, aber die sind verschlossen, ne? Also die ist verschlossen. Ja. Die andere glaube ich auch. Die können wir auch erst von innen öffnen, ne? Nee, können wir schon öffnen. Nee, können wir nicht. Brauchst du noch einen Stein? Ja. Da hinten links in der Ecke liegt ein Stein. Der ist theoretisch ja besser als eine Flasche. Ja. So, gut. Ja, dann rein da. Rein da. Rein da in die Kacke rein. Garagentor. Das Garagentor bleibt für kurzen Moment offen. In dieser Zeit kannst du hindurchkriechen. Warum kriege ich das alles angezeigt? Das ist so neu. Oh, guck mal, hier liegt nochmal Adrenalin. Was? So viel geiler Scheiß. Wollen wir uns ein Depot anlegen? Können wir machen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man in manchen Gegenden es echt Sinn macht, ein Depot anzulegen. Aber warte mal. Wir müssen geradeaus durch. Na? Kommt hier schon jemand? Ich weiß das gar nicht. Mehr. Möglich. Also auf jeden Fall ist da schon mal ein TNT-Duck. TNT-Duck. Eine TNT-Ente. Kann man die eigentlich auch abwerfen? Ja, die kann man abwerfen. Okay, mache ich. Warte. Die brauchst du aber, glaube ich, nicht. Ich kann die... Ja, okay. Hast du gemacht, ja. Liegt sogar da noch der Backstein. Hier ist jemand. Ich gehe mal andersrum. Geht auch nichts über den guten alten Stackbein. Stackbein. Oh, na gut. Wo geht's denn hier lang? Ich will mal gucken, wo wir hier... Ach, hier geht's... Was ist das hier? Geht's hier hin? Ach, das ist der Weg. Okay. Nice. Mit irgendeins Alarm. Was? Irgendein Alarm. Irgendjemand kommt. Mhm. Dann ist das der Drogenmann. Wahrscheinlich. Kann sein. In den normalen Level ist das immer nur der Drogenmann. Hier liegt so viel Kladderadatsch rum. Lass uns mal gucken. Guck mal, der juckt. Juckt irgendwie. Hier müssen wir zusammen durch. Mhm. Da hat irgendjemand uns gesehen. Da kommt jemand. Aber wo? Hinter uns. Ich lauf mal. Ach, das war das. Ja, ich erinnere mich. Wir müssen Dingens machen. Oh, stimmt. Wir müssen Herzen und so. Ah, oh mein Gott. Oh, da ist jemand drin. Verdammt. Bei mir auch. Oh mein Gott. Ziegelsteine nutzen. Boom, Baby. Oh ja, geil. Das ist gut. Wie du da stehst.
Oh, shit. Wo ist der Typ? Ich habe ihn gestoppt gerade mit dem Dings. Ah, sehr gut. Ah, okay, ja, es geht hier schon los, okay. Ja, wir müssen das mit den Herzen hier noch machen, das habe ich ganz vergessen. Erst das mit den Herzen und dann drinnen die Kinderschreiner. Stimmt. Jetzt ist mein Backstein weg. Oh, ich habe keinen mehr. Ich habe meiner ist auch weg. Guter Stein. Ey, nicht mich anfassen. Nimm weg Stein. Aua. Irgendwo hier ist der. McStein. Von dem McStein. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo welche. Irgendjemand hat uns gesehen. Er läuft dir nach. Oh. Scheiße, ich hab den. Hoppla. Alles gut, ich bin mal kurz weg. Also, wir müssen das mit den Herzen machen und dann wieder alles, diese Sachen gewinnen, weißt du noch? Okay. Ja, das schaffen wir ja auch mit dem Typen. Hallo zusammen und einen wunderbaren Vor-Halloween-Abend. Hallo, Alera. Hallo. Schön, dass du da bist. Einen schönen Vor-Halloween-Abend. Ja, das klingt voll gut. Ich mag das. Wo bist du denn da? Kannst du von da die Tür aufmachen? Mach mal die Tür hier auf. Ich bin auf der anderen Seite. Welche? Na hier, wo ich stehe. Ja. Du. Nee, warte. Sicherung muss ich. Nee, kann ich nicht. Ah, Benny the Nerd geht, ist im Nerd. Viel Spaß im Lurk. Alles gut bei euch? Hallo, Käfer! Kannst du nicht? Hey, hier, wo ich stehe? Nee, ich komm da nicht rum. Hier ist ein... Ja, aber hier ist ein Gitterloch zwischen uns. Ach so, zwischen mir ja und der gut. Tür. Ja, dann lass... Alles gut. Muss ja nicht sein. Ah, bei mir wurde gerade das erste Mal der Lurk-Befehl benutzt. Ich bin voll froh. Nice. Ja. Kannst aber hier rumkommen. Hallo. Ich bin da. Alles gut. Ich komme. Ja, ich sag ja, kannst ja hier rumkommen. Hallo. Ich komme jetzt hier rum. Hallo. Irgendjemand ist da. Hört uns. Irgendjemand hat uns gesehen. Ja, gucken. Es ist, glaube ich, nur dieser. Es ist nur dieser eine Typ gerade hier. Der ist total unspannend eigentlich. Aber ja, der nervt. Ich merke das schon. Der nervt ist halt. Entspannt. Ist halt. Der ist total entspannt. Scheiße, ist der entspannt. Oh, Babys! Scheiße, ist der entspannt. Mann, was ist der entspannt? Hör mal. Ja. Lieber Scholli, wenn hier irgendwas. Ach, hier ist er ja. Oh, Entschuldigung. Hallo. Der ist immer noch da. Wo geht's denn hier hin? Bin ich denn hier gelandet? Okay. Ich bin hier auf Klo und ich glaube, der muss auf Klo, so wie der klingt. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Wo ist mein Freund, der Schwimmer? Der ist noch nicht da. Oh, warte. Er kommt, ja. Ich wusste, dass er aufs Klo will. Auf G halten. Er ist immer noch hier draußen. Der soll mal abhauen. Du weißt ja, was zu tun ist, ne? In der Mitte das mit dem Herz abwerfen und so, wenn du willst, tu ruhig. Ja, ich sammle gerade mal ein bisschen ein und mach mal Dingens am Dingens. Was auch immer du meintest damit. Dingens am Dingens. Siehst mich nicht, aber siehst schwul. Verdammt. Ist irgendwie ist der anstrengend.
Ist alles gut, oder? Ja, der macht mir ganz Stress. Soll ich den abwerfen oder so? Ja, wäre nett. Ich sehe den noch nicht, warte mal. Ich bin weg. Glass in your face. Achso, hier kann ich ja nirgends so hin. Kommt der jetzt hier hin? Ich hoffe nicht. Jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen. Manu. Vielleicht. Ist nicht schlimm. Ich habe nur nicht dran gedacht, dass ich ja gar nichts zum Werfen habe, so richtig. Ach doch, da liegt noch was. Was ist das? Eine Flasche, perfekt. You fucker. Ja, ich bin gar nicht hier. Ciao. Boah, wenn man so Herzschlag im Game hat, ne, dann macht mich das voll fertig. Ja, uns auch. Kevin, der Schwimmer ist... Ich suche den, der ist wahrscheinlich irgendwo drin, der Schwimmer. Hier ist nur die juckende Tante. Die Tante, die sich den Bauch juckt, kratzt. So, okay, jetzt wollen wir mal vorankommen hier. So, wir müssen ins Diner und dann Herzen werfen. Herzen holen und Herzen werfen. Ich fange schon mal an mit dem ersten Herz. Was denn? Ich wollte doch hier auch mal ein bisschen. Ich leg hier mal so ein bisschen Zeug hin. Ja, können wir. Ist ein guter Platz, ja. Das stimmt. Ich habe hier auch eine Flasche hin. Hier in diesen. Ja? Achso, der ist. Weil in den ganzen. Vorsicht, hier ist irgendwo ein. Dingern. Ja, links neben dir. Links neben dir ist auch ein TNT. Ja, ich hab's gehört. Wenn ich den hochjagen lasse, dann hört er uns halt wieder, ne? Das ist halt immer die Kacke dabei. Ah, perfekt. Na gut. Ach, guck mal, da wird die Info mit der Karte wird dir... Oh, der Drogenmann kommt. Ja. Die, das ist voll cool. Jetzt wird einem die Karte auch angezeigt. Mit I. Also mit Info. Irgendwo hat mich jemand gesehen, glaube ich, oder gehört. Nein, bitte! Ah, ja, cool. Be cool, Bitch, be cool. Dann versuche ich das direkt mal mit dem Drogenzeug. Alter, lass mich in Ruhe. Du hast mir doch schon Drogen gegeben. Reicht dir das nicht? Irgendwo ist hier die Tante unter irgendwas runter. Okay. Egal, der Drogenmann ist wieder weg. Er ist fertig mit mir. Ich mach schon mal das erste Spiel. Ich sammle noch ein bisschen Zeug ein, ja. Mach das. Tatsächlich ist das auch ein ganz guter Ort, glaube ich. Da, wo du jetzt gerade deponierst. Hat irgendjemand hier die Tür aufgemacht? Hab doch was gehört. Ach, da kann ich nicht rüber, shit. I just can. Oh Mann! Was? Wo kommst du denn her, Alter? Ich hab nichts zum Werfen, fuck. Ich hol mal ein Herz. Bewerfe dich mit meiner Liebe. Wo bist du? Ich habe ein Herz für dich. Got a heart for you. Kann ich auch hier rum? Fucker. Aber nicht so nett. Ist er weg? Aha. Ich nehme schon mal das erste Ticket. Hau ab. Okay, die Person ist weg. Die ist wohin gegangen? Bin nur jetzt gerade über... Ja, oh, wow, ich habe ganz vergessen, dass ich rutschen kann. Alter, geil. Okay, so, erstes Ticket. That's one. Only two more to get inside. Wie viele Flaschen hier einfach stehen. Und alles. Oh, oh Gott. Ganz viel hingestellt. Ich wollte
Ich hab dich ganz vergessen. Ich hab gedacht, du bist irgendwo anders. Ja, ich bin hier. Hallo. Hallo. Gut, erstes Ticket haben wir. Jetzt müssen wir das andere Ding finden. Oh, Glasscherben. Oh, TNT. Autsch. Egal. Hier ist wieder irgendwo die Tante. Okay, ja, in der Tonne. Warte mal, deiner. Und, einmal ganz rechts und einmal links. Okay, hier sind wir. Also da lang weiter. Vorsicht, da ist eine Mine. Hast du was? Ich habe nur Herzen. Ja, wie viele? Wie viel? Ich habe dich nicht verstanden. Drei. Drei? Ja, dann kannst du ja eins werfen. Ich habe auch noch. Jetzt habe ich eins weniger. Und ja, komm, wir gehen außen rum, das geht schon. Wir machen jetzt hier Krach. Oh, und der Drogenmann kommt. Der Drogenmann kommt. Ich verstecke mich hier hinter. Affe! Spielzeug. Wie die Mine einfach. Da kommt er. Der Drogenmann. Was der Drogenmann alles kann. Ich esse einen Knickknack in der Zeit. So, ist er weg oder was? Was nicht? Ich sag, ist er weg oder was? Hier ist auf jeden Fall. Oh, eine Vorrichtungsaufladung. Geil. Dann lade ich mal meine. Habe ich die schon? Ist die aufgeladen? Oh, meine Vorrichtung ist aufgeladen. Ja, gut, dann lasse ich das da. Oder ich tausche das aus gegen Medizin. Hier ist Medizin. Achso, man könnte die direkt saufen, ne? Ich bin ein bisschen angeschlagen. Du auch, ne? Willst du Medizin? Nö, ich habe noch 3 von 4. Alles easy. Ja, willst du. Ich würde immer heilen. Lohnt sich. Immer heilen? Ja, immer heilen. Na gut, immer heilen. Da kommt jemand. Oh, verdammt. Vorbeigelaufen. Ja, sehr gut. Wie gemein wäre das, wenn jetzt der In-Game-Audio-Chat, wenn der jetzt auch noch was verursachen würde. Oh! Fräulein Fixipan! Ich hau mit ab. Weg. Hier müssen wir hin. Einen habe ich schon. Oh. Scheiße, hier ist auch TNT direkt. Muss hierher kommen. Aber es kommt. Ich bin abgehauen. Warte, es kommt etwas. Oh! Alter, TNT. Oh, ich sehe nichts. Nein, lass mich. Wie geil gechillt die hier sind, im Gegensatz zu dem harten Game, was wir hatten. Ich stand gerade vor dir und die hat nichts gemacht. Das ist schon ein Unterschied. What? Ach, ich komme da nicht rüber. Ach, fuck. Oh, Entschuldigung. Geklappt. Hat geklappt? Yep. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch bei dir ist, die Tante. Ich mag die Musik. Ja, dieses Sa. Ich mag das, wenn das so. Die Musik ist echt gut gemacht. Hast du manchmal ein bisschen laut, finde ich. Ja, muss ja kicken. Oh, hier ist Heal. Nehmen wir mal Heal. Ich hab volle Gesundheit. What the fuck? Kann hier immer noch vor mir stehen. Diese Person? Ja. Ist das Ticket denn, also hast du alle getroffen? Ja. Hab ich jetzt richtig verstanden, ne? Ja. Okay. Ja. Jetzt haut's ab. Oh, Drogenmann. Aber es kommt was Neues.
Der kommt, glaube ich, gerade direkt neben mir. Der kommt neben dir? Ist ja eklig. Schön. Aus der Tür. Bleib noch ein bisschen in der Tonne. Ja, ja, alles gut. Heute Oscar. Ich bleib ein bisschen im Dunkeln. Boah, wer, was? Wo ist mein Feuer? Okay. Was, dein Freund, so, der Ausgang? Jetzt ist die Luft rein. Oder dein Freund die Tonne? Irgendjemand hat uns gesehen. Ja. Aber wer? Oh. Weiß nicht. Hallo. Die Person hat uns gehört, nicht gesehen. Gehört wahrscheinlich. Das Ticket musst du noch holen oder hast du's? Ich hab's nicht geholt, nein. Okay. Okay, das ist da, wo das... Wo ist das? Wo das Ausrufezeichen ist, denke ich mal, ne? Oh, schon wieder der Drogenmann, oder was? Nee, das Ausrufezeichen ist die... Ah, verdammt, das ist die Karte. Ich glaube auch. Da, wo es klingelt. Stimmt, es klingelt. Oh, Fakebot. Oh, Fakebot. Wow. Hast du? Okay. Habe ich. Nice. Können wir hier auch rüberspringen. Irgendjemand hat uns gesehen oder gehört. Und ist uns fair, ja. Vorsicht, hier sind Babys, ja? Ja. Die hängenden Babys sind laut. Alles gut bei dir? Ja, die kommt, da kommt, nee, der kommt. Ich bin versteckt. Oh, du bist gegen die Babys gekommen. Das ist egal, das ist sowieso hinter mir her. Ja. Ah, Psychose. Ich kann dir helfen gleich. Ja, erstmal muss ich mir selber helfen und hier wegkommen. I know you. Ja, du kennst mich? Glaube ich ja nicht. Ey, wo ist denn hier die Tür da? Oh, danke. Oh, what? Nein, lass mich doch. Wow, wow, wow. Voll in die reingelaufen, Chip. Robert hat hier 1000 Flaschen hingepackt. Kannst nichts tun. Du hörst du dasselbe? Nein, das ist jemand anders. Oh, wir sind zwei solche Personen. Das war unangenehm. Also das mit dem direkt durch Türen brechen ist, glaube ich, Hammer. Ich glaube, das werde ich auch als Ticket, also mein, da werde ich auch einen Gutschein für einlösen. Dann kannst du direkt durch diese Türen brechen, beim Laufen. Hör ich nicht, ich lauf weg. Okay. Ah, Tante aus der Tonne. Tante aus der Tonne. Du kannst die, wenn du einen Stein hast oder so, kannst die weghauen, ne? Vergiss das nicht. Versteh dich nicht. Okay. Okay. Ich verstehe, dass es ballern muss und sowas, aber in Ordnung. Ich hab die Musik von Anfang an leiser gemacht, deswegen ist das vielleicht bei mir einfach nicht so, weißt du? Oh, da unten drunter ist eine. Oh, toll. Hau die weg! Du kannst die weghauen, vergiss das nicht. Ja, ich bin ja dabei. Drogenmann kommt. Toll, verstecken.
Immer schön abhauen. Immer schön draufhauen. Mit allem. Oder genau, wirf mal eine Flasche wohin weg. Oh, Fancy Pan, hallo. Hallo. Hallo, Fancy Pan. Nein, das nicht. Oh. Ich tu mir selbst weh. Warum schlägst du dich selbst? Neun Sekunden noch. Wenn er aus der Tür kommt, das macht es auch nicht besser, ja. Das stimmt. So. Okay. Hallo. Ach so. Hallo. Herzen. Warte mal, ich mach mal meine Vorrichtung. So, okay, jetzt müssen wir... Ach, guck mal, hier ist ein... Mach das mal auf schon mal. Wo müssen wir jetzt hin? Wir waren jetzt links, rechts. Okay, also da lang. Okay. Ich kann nicht um die Glasscherben... Oh nein! Ich lauf dahin. Stand. Oh, ich hab's gefunden. Aber irgendjemand ist hier, glaube ich. Nö. Versteck dich. Ja, hast du dich versteckt? Ja. Bin versteckt. Sehr gut, ich auch. Take your medicine! Okay, ich glaube, der Drogenmann ist weg. Ich habe zwei Herzen. Wir brauchen drei. Sehr gut. Ich höre was. Ich höre zwar was, aber ich glaube, das ist... Nee, es ist jemand hier. Shit! Gotta find him before he hurts himself. Bin ich hier? Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Ha? Wo ist sie? Vorsicht, der kommt hier wieder raus. Der Mensch. Versteckt. Nice. Hast du schon was abgeworfen? Nee, ich bin noch gar nicht rausgekommen. Oh, also. Ich lock den mal weg. Dann kannst du da das machen. Und geschafft? Ja, da. Vorsicht! Die Herzen bringen nicht viel. Ich hab auch getroffen. Mal nebenbei was gemacht. Ja, nice! Ich mag die Musik. Gekickt. Das Ticket hast du? Ja, ich habe meine Vorrichtung ist aufgeladen, sonst gönne ich dir gleich was hier. Alles gut? Ja, ich habe ihn hinter... Ah, nee, doch nicht mehr hinter mir. Ah, hier. Eintrittskarte drin. Eintrittskarte drin. Nice. Warte mal. Ja, ich warte mal. Hey! Hey, Herzen! Wirf mit Herzen! Ich hol mal noch, ich nehme noch eben Zeug mit. Ja. Ich habe jetzt zwei Flaschen und Adrenalin habe ich.
ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir müssen ja daran denken, dass wir hier auch wieder raus müssen. Wir brauchen ja nicht. Weißt du? Ja. Wir müssen hier wieder raus. Ja. Aber wir werden aber wahrscheinlich nichts mitnehmen können von hier. Wie immer. Weil wir das letzte Stück nur. Ja, weil wir das letzte Stück rennen müssen. Wieder zurück. Also so, wenn wir raus müssen, dann haben wir keine Zeit, hier groß rumzugucken wahrscheinlich. Weiß ja, wie das ist. Ja. Eventuell. Also eigentlich ist das hier so groß, dass wir uns hier hin und wieder auch ein bisschen verstecken können. Ich weiß nicht, wie viel Action da passiert. Du bist ja schon drin. You need a mouth, Dr. Daddy. And for a mouth, Dr. Daddy. You need a face. Look at that. Für mehr Herzen, ja, im Chat. Oh, everybody's invited in, Dr. Daddy. It's a place Dr. so Daddy. Wonderful. Nobody ever thought to leave. Ja, Knöpfchen, ne? Einfach nur aufs Knöpfchen drücken. Aktiviere die Fahrt. Fahrt activated. Wir kommen, ich habe gesehen, wir kommen wohl hier dann raus. Auf der Seite dann. Ah, okay. Ja. Gibt Sinn. Mhm. Irgendwo ist hier eine Mine. Ich höre eine Mine. Den Kabeln folgen und hier die Barriere wegmachen, ne? Mhm. Und Glasscherben. Ups, Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Hast du den Knopf gedrückt? Wie geil ist das, wenn man da einfach durchrennen kann durch die Dinger beim Rennen? Das ist auch richtig gut, ey. Ja. Das ist eine gute Sache. Irgendwo ist hier eine Mine. Ach, da. Bei uns. Okay. Bei uns. Ja. Hast du was zum Werfen, oder? Nee. Ja, dann werfe ich die eben ab. Schau mal, hier vorne liegt eine Flasche. So. Okay. Wo denn? Außen lag irgendwo eine um das Ding rum hier. Ich die noch mit. So, Kabel verfolgen. Wir müssen wahrscheinlich hier durch zum Kabel. Also hier ist schon mal ein... Ach, das ist eh kaputt, okay. Wo? Ich glaube, hier ist irgendwo der Röchelmann. Kann das sein? Ich höre was. Was war denn? Ja, hier ist der Röchelmann. Da sitzt er. Schlaf weiter. Alles cool. Und... Das Coole ist, der Drogenmann kommt hier wahrscheinlich eh nicht hin. Ja, gut. Oh, du hast beinahe den Röchelmann geweckt, hör mal. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich wecke hier keinen. Schlaf weiter, Röchelmann. Alles ist gut, Röchelmann. Wir sind gar nicht da, Röchelmann. Oh, jetzt ist er wach geworden. Naja. Ich schreie ihn auf einmal so. Er hat schlecht geträumt, glaube ich. Er kommt jetzt hier langgerannt. Ja, ja, ist nicht schlimm. Der tut einem eigentlich nicht unbedingt was. Autsch. Wenn man denen nicht im Weg steht. Ach, noch ein Kabel? Müssen wir noch was anderes? Tatsächlich. Okay, hier. Wunderbar. Oh, irgendjemand hat mich... Oh. Nein, lass mich! Oh, Psychose. Nice. Ja, ich bin clever. Versteckst du dich oder so? Ja, ja. Okay, cool. Wir müssen hier Versuch's durch. Zumindest. Sie kommt. Kommt, sie hat mich gesehen. Ja? Sicher? Ich glaube nicht.
Nee, sie hat dich nicht gesehen, glaube ich. Doch. Ja? Oh, ich habe Psychose, Alter. Ich habe Psychose, sonst. Ja, ich kann ja mein Ding nehmen. Alles gut. Ich bin hier drin. Ich nehme das mal, oder? Soll ich warten, bis du kommst? Ich mache hier mal was auf und so. Du machst das schon. Nice. So läuft das. Pro-Gameplay, ich sag's euch. Irgendwas ist hier. Perfekt, ich brauche Batterien, ey. Ach, das ist die Psychose, die mir gerade hier abgeht. Ach ja, verdammt. Hey, lass mich doch. Hier ist Adrenalin. Ich mach mal weiter, ne? So lange. Ja. Wo ist denn hier das Kabel? Wo soll das denn? Kabel springen. Ja, das ist cool. Ach, da ist das. Das ist ja voll nah. Okay. Wirst du verfolgt? Ich werde doch verfolgt, ja. Okay, ich wollte meine Psychose heilen und uns beide mal ein bisschen heilen. Oder bist du voll? Bist du voll? Ich kann nicht gucken. Ach so, doch, du bist voll. Ich gönn mir, ja? Ja, ja, du bist voll. Ich sehe das. Du hast 4 Balken voll. Wer war das denn? Oh, Fakebot ist gerade an mir vorbeigerannt. Okay, nice. Was war ich denn? Ich wollte aufstellen. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. La, 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 la. Wer hat mich denn hier gesehen gerade? Niemand, okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Nein! Viel zum Werfen, doch, Glas. Glas! Sehe nichts. Bin überhaupt nicht hier. Entspann dich mal, bitte. Er schiebt so lange weiter. Ja, ja, mach, die ist hier bei mir und läuft, schlägt in die Luft. You're mine. Dieser Vorwurf, ob er voll ist, das ist höchstens ein Pre-Halloween-Schwips. Pre-Halloween-Schwips. Finde ich gut. Sie kommt wieder raus. Ja, sie ist bei mir. Nice. Aua. Tut mir leid. Ja, die nerven tatsächlich mehr als die schweren Gegner, finde ich. Diese kleinen, die hier immer rumlaufen. Die finde ich voll nervig. Ich schieb weiter. Scheiße. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Hier. Ich brauche Hilfe von dir. Versteckst du dich gerade? Geht's denn hier rein? Ist das hier gut? Oh, Schmeuchelmann ist wieder am Start, Leute. Ich bin hier und warte quasi auf Koop-Action. Ich bin jetzt da. Hallo. Ticket! Hier, so. Helfen Sie mir! Kommen Sie! Boah, das war knapp! Ja! Alter! Oh, du Bitch! Ciao!
Okay, ich weiß nicht, wo die jetzt kommt, aber ich geh mal hier durch. Okay. Da ist Heal drin. Irgendjemand klopft da. Come back! Hallo. Shit. Wir müssen an der vorbei. Leider. Komm ich. Nice. Alles gut? Oh, Felzipan, ja. Vorsicht. Hast du noch Psychose? Aha. Nein. Okay. Ich habe aber auch nichts zum Werfen. Ich auch nicht. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Das Ding ist hier. Wir müssen also wieder... Ja, die Rohre. Die Kabel. Nee, erst die Kabel. Die Rohre noch nicht. Erstmal hier Kabel. Weil das muss erst noch ausgehen hier. Einer ist hier rum. Stimmt, ich gehe mal hier rum. Ein Kabel geht hier lang. Ah, ich hab schon. Nice. Oh, es kommt der Drogenmann. Ich weiß noch nicht wo. Und zum anderen Kabel? Alles bei mir. Nice. Ich versteck mich mal kurz. Pass auf, der Drogenmann läuft rum. Der Drogenmann. Ich habe aber meine Vorrichtung ist auch voll wegen Psychose und so. Ich könnte helfen, falls nötig. Es ist, dass du die andere Tür aufgemacht hast neben mir und mich nicht gesehen hast, obwohl das der selbe Schrank ist, aber okay. Ja, das habe ich doch gesagt, dass das passiert. Dass sie das machen. Mit Absicht. Das ist irgendwie cool. Ich mag das. Brauchst du Batterie? Nö, ich hab voll Batterie. Viele Batterien. Ja, auch so viel Batterie gerade. Ja. Ich schieb das Ding mal weiter. Komm runter. Ich hab aber irgendwie ein Heartbeat hier. Ja, ich auch. Ich sehe aber nichts. Aber ich hab ein Wurfgerät im Anschlag. Sehr gut. Ich schieb dann weiter, ja? Passt du auf? Ja, ja. Nice. Ja, ja. Ich sondiere die Lage. Boah, fällt dir auf, wie gut das läuft gerade? Ja. Ganz viel rote Alarmleuchten. Ja, ja, weil wegen Wasser weg. A und C diesmal. Das ist ja cool. Ist ja witzig, dass das anders ist. Ah, dann gehe ich zu C. Ja, trennen wir uns oder was? Ja. Na gut. Ich muss schon irgendwie hin. Was ist C nochmal? Verdammt, rot oder? C ist rot, ja. C ist rot. Okay. Denk dran. Du musst es die richtigen Dinger machen. Was ich hier falsch machen will? Ich hab nichts zum Werfen, verdammt. Ich fühle mich so hilflos. Ist hier was zum Werfen? Nee, nur Batterie. Was soll ich mit Batterie? Kein Druck. Irgendwas korrekt zu erkennen. Ey, überall Adrenalin! Sonst hat man immer so wenig Adrenalin. Ach nee, ich wollte nicht mich umsehen. Okay, falsches Ding. Scheiße. Ich glaube gar nicht. Ja, ich glaube nicht. Ach doch! Es ist kaputt! Das Rohr ist kaputt! An dem ich gerade gedreht habe. Da kann gar nichts durchlaufen. Ist ja witzig, okay. Und halt, ja, du könntest dem einen Rohr folgen. Du könntest dem wirklich nachlaufen, ne, diesem Rohr. Ist nur halt mega anstrengend für dich. Ist echt nicht leicht.
Ich habe jetzt hier gerade kein Rohr mehr. A und B. Warte mal, ich mach A, du machst C, ne? So war das, ne? Bin am C dran, ja. Okay. Ich probiere das jetzt einfach aus, ey. Ich habe eh Psychose. Falsches Ventil. Kanal. Oh, TNT. Shit. Oben? Bin ich hier? Das ist auch TNT. Oh. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Oh, ich bin hier bei der Frau oben. Ist ja krass. Ich bin jetzt bei dir oben. Ich musste hoch. Ist ja nicht so schlimm, ne? Nee, ist okay. Ich glaube, ich habe das richtige Rohr aber gerade gefunden. Volle Gesundheit. Nein, doch nicht. Ach, das nervt, oder? Ich verstehe das nicht so richtig. Ach, guck mal, das ist falsch. Hier ist auf jeden Fall falsch, weil... Ja. Das ist definitiv kaputt. Hier ist kaputt. Hier brauchst du gar nicht reinkommen. Oh, der ist da drin. Die ist da drin, die Alte. Pass auf, die ist in dem Raum drin. Echt? Okay. Scheiße. Ja. Ja, ich höre sie. Aber ich könnte die... Ich habe mein... Nee, doch nicht voll. Verdammt. Was brauchen wir? C und A? A und C oder was? A und C, ja. Okay. Ziegelstein, den nehme ich gerne. Ich habe einen Ziegelstein. Alter, wie das hier aussieht. Oh, du bist gar nicht so weit weg anscheinend. Ich höre dich sehr klar. Es ist alles oben. Okay, ich muss hoch. Es ist irgendwie alles oben. A und C. Ja, ach so, da ist es auch, wenn man Tab drückt. Da steht's auch. Ah. Ich bin ja klug. Wir können ja auch so nachgucken. Guck immer auch nach, ob das Rohr kaputt ist. Manchmal ist das kaputt und daran sieht man das dann. Ach, Skinnerman. Ach, lass mich doch. Okay, nächstes Ding. Ich zieh einfach durch. Ah, falsches Ventil. Hervorragend. Meine Vorrichtung geladen. Ja, hervorragend. Ja. Komm. Komm mal zu dir rüber. Warte mal, bleib mal, wo du bist. Ist auf jeden Fall auch ein Rohr. Was könnte... Hier ist auch eins. Du weißt, wo ich bin, ne? Was ist auch kaputt? Okay. Die sind kaputt, die falschen Rohre. In der Regel. Also die sind echt meistens kaputt. Hier ist auch kaputt. Du musst immer nach oben gucken. Das ist echt leicht zu erkennen eigentlich, ob das richtig ist oder falsch. Warte, nicht gehen. Bleib doch mal hier. Wo gehst du hin? Was machst du? Das bin ich. Hä?
hier. Ja, das jetzt dich, bin ich hinter dir. Ja, perfekt. Vorsicht, der Drogenmann ist hier. Dankeschön. Ja, ich höre ihn. Ich hörte ihn. Nee, da, die Rohre sind alle falsch. Okay. Ja, das ist auch falsch, dann. Hä, aber nicht, dann sind oder? Die alle falsch nee. Hier oben. Nee, ja, warte, hier, das ist kaputt. Das sieht gut aus. Wo denn, welches? Warte mal. Nee, nee, das ist, aber das kann ich nicht. Nee, das sieht wirklich gut aus, ja. Nee, das geht aber nicht. Aber du kannst nicht greifen. Nee, das stimmt. Okay. Alter, oh, läuft hier rum. Der Drogenmann. Der Drogenmann, was der Drogen. Hier ist ein Eimer, falls du dich verstecken willst. Geh mal aufs Klo. Nee, das ist gerade okay. Ich habe kaum noch Battery gerade. Willst du welche? Ja. Take it if you want it. Mhm. Wie mache ich das denn? Achso, so. Jetzt hast du einen Backstein. Kannst du auch wieder nehmen. Ja, gib mir. Liegt auf dem Boden. Ach so. Ah. Okay. Hast den gedroppt. Okay. Ja, das ist kaputt da. Siehst du? Siehst du das da oben? Waren wir hier hinten schon irgendwo? Hier waren wir aber auch schon. Das da sieht gut aus. Das geradeaus. Aber vielleicht kann man das wieder nicht drehen, weil das hat nicht diese Seitendinger. Ich glaube, das kann man nicht drehen. Nee, das kann man wieder nicht drehen. Das ist auch kaputt. Wir waren hier schon überall. Ich glaube, wir müssen mal woanders hin. Okay, verdammt. Ah, shit. CC-Ding. Ein Kuchen. Oh, 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 oh. Ein Kuchen. Naja, dann laufe ich wenigstens mal wieder ein bisschen. Bin überfordert gerade. Wo sind denn die scheiß Dinger? Volle Gesundheit die ganze Zeit. Ich nehme mir was zum Werfen mit. Ich brauche kein Gesundheitsding. Und die Drogenzeug ist vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, egal. Oh, eine Battery. Das ist auf jeden Fall gut. A Battery! Okay. Okay. Ja, nee, aber unten ist schlecht, glaube ich. Ich glaube, hier unten ist gar nicht notwendig. Aber ist irgendwie Banane. Ich habe keinen einzigen gefunden jetzt. Ich würde am liebsten da hoch. Kann ich da hochrennen? Perfekt. Und eine Psychose habe ich jetzt auch noch. Ah, C und D ist da. Ich gehe jetzt nochmal. Ich versuche nochmal A zu finden. Irgendwo ist der Drogenmann. Der Röchelmann schreit jetzt auch noch. Ja, komm, gib mir alles. Hans, geh wirklich mal runter. Geh mal irgendwo, wo du ein bisschen, wo du ein bisschen Ruhe hast. Funktioniert das, wenn ihr von unten den Rohren folgt? Ja. Den Augen, um zu gucken, welches das Richtige müsste. Ja, das funktioniert schon. Das ist nur manchmal in dem Stress nicht so ganz so einfach. Siehst du, man könnte hier so lang gehen jetzt. Echt? Verblutest du oder was? Ja. Echt? Ich Hose und Skinner gerade, ja. Ah, da irgendwas. Ich Hose gerade. Dann komm zu mir. Ich kann ja nicht hoch. Ich weiß nicht, wo du bist. Shit! Guten Tag. Alles ist gut. Wir gehen jetzt nochmal runter und folgen den Rohren. Ja. Also hier oben habe ich jetzt nichts gefunden, ehrlich gesagt. Das ist aber irgendwie komisch. Nee, irgendwie... Weil... Aber es muss doch eigentlich hier sein. Ja, eigentlich schon.
Ich versuche jetzt nochmal A unten, weil es mich nervt. Grad. Ich hab's. Nein, geil. Oh, ja, endlich. Okay, dann ich geh jetzt runter. Zu. Oh, die Frau ist hier. Vorsicht, die Frau ist hier. Alter, kommt. Ja. Ich muss laufen. Ja, lauf. Hast du es nicht rumgedreht gekriegt? Ich hab's nicht gekriegt. Ach, perfekt. Okay, perfekt. Cool. Sehr gut. Okay, dann gehe ich jetzt. Versuche ich jetzt mal zu A zu gehen. Wenn hier entkommen. Ja, perfekt. Ich versuche zu A zu gehen. Wupp. Schleiermann. Okay. Schleiermann, lass mich los. Also. Da lang. Da lang. Da. Nee, warte. Da lang. Da lang. Hier lang. Da lang. Da lang. Da lang. Ich mach das jetzt mal so, Alera, wie du das sagst. Es ist mal nicht so ganz so einfach. Aber natürlich ist das eigentlich logisch, das so zu machen. Oh, das hier ist es, ne? So, jetzt, ja, jetzt geht's hier nämlich rein. Und jetzt sehe ich es nicht mehr. Ach nee, doch, da. 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 Und jetzt geht's da, da lang. Hier rüber. Darum. TNT, shit. Autsch. Ach, der Psychosen, der Dingsmann. Muss mal eben kurz warten, bis der aufhört zu schreien. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, das funktioniert ganz sicher. Ist das bei A oder was? Ja, dadurch. Scheiße, hier ist eine Falle. Okay, ich mach's trotzdem auf. Ah, nee, ist doch keine Falle. Okay, warte. Das. Darum. Da ist es. Ventil drehen. In falsche Richtung. Ich hab das. Ich hab den. Bin dem Rohr gefolgt. Yay! 10 von 10. Ja, es geht auch einfach. Alles gut bei dir? Soll ich irgendwie zu dir kommen? Alles. Ich weiß gerade nicht. Nee, warte. Ich muss von der Alten weglaufen. Okay. Ja, lauf weg und versteck dich wo. Ich hab Heal und alles. Oh, guck mal hier. Backsteine, ganz viele. Sehr gut. Hier ist der Röchelmann drin. Da ist er. Da steht er. Der Röchelmann. Ob der Röchelmann nicht alles kann? Muss jetzt hier erstmal wieder rausfinden. Ich könnte den Rohren folgen, um wieder rauszufinden, aber das mache ich nicht. Ich glaube, wir gehen eh richtig. Jetzt bin ich, glaube ich, im Kreis gelaufen, ne? Weiß es nicht. Ach, da geht's zum Treppenhaus. Das ist gut. Ich bin im Kreis gelaufen. Warte mal, geht's da jetzt zum Treppenhaus oder nicht? Da geht's zum Treppenhaus. Hä, da bin ich aber doch gerade rumgelaufen. Warte mal. Nach da. Okay. Muss ich ja. Ach da, das ist das Treppenhaus beim Röchelmann, natürlich. Mmh, klar. Ach, scheiße, warte mal. Muss ich nicht runter? Wo muss ich denn hin? Ich gehe hier lang. Dann weiß ich wenigstens, wo ich bin. So. Nice! Wo sind sie? Hä? Du hast C nicht. Du hast C nicht gedreht. C läuft nicht. Hä? C läuft nicht. Was? Hast du es nicht fertig gedreht vielleicht? Warum? Weil du weggerannt bist oder so? Warte, ich heile uns eben. Ich lauf dir nach. Ich meine, es war. Ich dachte eigentlich, dass. Ich weiß nicht, Vorsicht. Mehr, wo es ist. Ich meine, Vorsicht! Dass es Vorsicht! Wäre. Vorsicht! Bogenmann. Weißt du noch ungefähr, wo es war? Verdammt. Ah, ich sehe es noch. Es wird mir angezeigt. Dann ach, ja, stimmt. Mir das angezeigt. Ich dachte, ach, wie nice. Okay. Ja, dann ist doch super, wenn dir das noch angezeigt wird. Ich hab's auch recht. Ich war gar nicht so weit. Upsa, was war das denn für eine Kackaktion jetzt? Das war ja eine miese Aktion gerade. Dreher. Ja, ach, ich hab das Dings, die Mine abgeworfen und hab mich da direkt dran gestellt und hab's abbekommen.
Okay, cool. Weiter geht's. Ist was gegen Psychose? Psychose? Nö, alles gut. Erstmal. Ich warte sonst, bis meine Vorrichtung aufgeladen ist und nimm das dann. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, Vorsicht. Ach nee, es ist Psychose. Stimmt. Da gerade Vorsicht. Es ist immer kacke, weil du kriegst Herzschlag, wenn du Psychose hast, weißt du? Ciao. Okay, runter müssen wir. Yes. Hast du irgendwas, sowas wie Adrenalin oder so? Nee, ne? Nee, ich hab nur Psychosenmittel. Und Forderungsauflader habe ich. Das ist dir wichtig, ne? Achso, dann gib mir jetzt Psychosenmittel. Was? Dann kann ich das ja mal eben nehmen. Vorlade. Nee, gib mir das Psychosenmittel. Ja, ja. Halt deinen Vorlader für dein Wurfding. Das ist vielleicht besser. Nee, aber wir haben ja hier, guck mal, hier ist ein Wiederbelebungsding. Warte mal, wo ist es denn? Da. Nur mal so zur Info, bei dem hier bei den Rohren. Ja. Aber wir kriegen das hin, das geht schon. Wir müssen uns nur verstecken und uns nicht aufregen, das ist wichtig. Ich hab nichts anderes gesagt. Ich hab nichts anderes gesagt. Wir kriegen das hin. Klar kriegen wir das hin. Könnte nur noch gleich nochmal eine Batterie gebrauchen. Irgendjemand hat uns gehört. Direkt mal verstecken und... Oh! Oh! Das ist der Dingsmann! Scheiße! Geh mal raus hier. Volle Gesundheit, immer noch? Ach, da müssen wir hin, fuck. Okay, ich komm mal gerannt, weil... Ich hab eigentlich keine Batterie mehr. Ich bin nicht hier, du siehst mich gar nicht. Alter. Du hast nämlich... Nein! Nichts ist passiert, nichts ist los. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Vor allem Gremlings, sagt der. Gremlings! Mm. Wir sind am Ende, Robert. Aber ich frage mich echt, wie wir hier wieder rauskommen sollen, ey. Oh mein Gott. Aber wir können den Strom ja sonst nachgehen. Ach nee, ich habe ja gesagt, wir kommen da vorne raus. Stimmt. Forget it. Ja, ja, du hast recht. Das war ja der Plan. Okay. Gut. Weiterschieben. Sitzt du hier und passt ein bisschen auf? Kann ich machen. Weil ich tue die Kinder jetzt schreddern. Ich habe aber nur kein... Ich habe aber kein Wurfmittel. Ah doch, warte, da. Ich bin aufgeladen. Ja? Ready? Ja, bin aufgeladen. Okay, nice. Ja. Oh, der Drogenmann, versteck dich. Shit. Du bist voller Psychose. Hast du noch ein Psychosenmittel? Nee, ne? Kannst du zu mir kommen? Ich hab direkt Psychosemittel. Ja, hast du? Pass auf, der Typ ist da drin. Hast du gehört? Da ist der Typ drin. Der Typ ist hier drin. Ja. Du weißt schon, der Nachtsichtmann. Ich schredder die jetzt, ne? Ah, da kommt schon wieder jemand. Ach, verdammt. Es wird anstrengend. Wer ist das denn? Shit. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Kann ich ihn nicht schlagen? Kann ich nicht schlagen. Vorsicht, die ist hier. Shit, hast du... Ja, jetzt, es geht. Die machen es natürlich jetzt schwer. Hey, that's my job. Alter, lass mich! Get back here, you silly!
Bin ich hier? Wicked child! Was? Oh nein! Ist die Akku, ey, die nervt mich voll! Ja, bin ich? Okay, geil! Fertig! Nice! Komm! Ja, ich komm! Oh mein Gott! Aua! Ich bin rangekommen an dem Ratzefatz! Raus hier! Raus, 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 raus! Raus, 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 raus! Raus, raus, raus! Wo müssen wir? Geradeaus? Hoffentlich. Ja, hier lang, warte. Bist du bei mir? Scheiße. Ich... Ja, dann. Du siehst, ne? Ja, gut, okay. Alles klar. Ja, ich hab Adrenalin genommen. Fuck, fuck, mach, 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 mach. Ich komm nicht. Ich drück schon mal auf den Knopf. Sonst, ja? Ich bin da. Nice! Come out, wherever you are. Oh, fuck you! Wo kommst du denn her, Alter? Das kann nicht sein, du. Ich bin gestorben. Ich weiß es nicht. Oh no, ey. So kurz wieder. Bleib irgendwo versteckt. You don't hurt my children! Sie richtet mich hin. Just hold still. Die kam aus dem Nichts, ich sag's dir, ey. Ich geh mal. Wo geh ich hin? Am besten. Irgendwo hier in der Ecke. Shit! Ich bin hier, ne, übrigens. You're gonna be alright. Wenn die kommt, renn weg, ne? Bevor die. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Okay. Drück auf den Knopf. Drück lieber auf den Knopf. Erstmal. Hey. Und dann renn erstmal nochmal weg. Renn erstmal weg. Ja, 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 mach ich. Da ist ein Wiederbelebungsding hier am Ausgang. Nice. Okay, shit. Shit, 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 shit. Boah, ist die aggressiv, ey. Warum ist die so aggressiv? Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Kommt, glaube ich, oder? Okay. Ja. Lauf! Ah. Lauf raus sonst! Lauf raus! Lauf. Ja, ich kann jetzt. Ja, sonst lauf raus! Ja, mein Ding. Lauf raus, alles gut, geh raus, geh raus. Alles gut. Alles gut. Oh! Ich schaffe es! Ich kann in den Ausgang kriechen! Ich hab's geschafft! Wie geil ist das denn? Nice! Nice! Das muss man erstmal wissen! Ich dachte, das geht nicht! Ich dachte auch, dass es nicht geht. Ich habe das auch mal probiert. Vielleicht bin ich im Ausgang gestorben oder so. Ja, ich glaube nice, auch. Wir sind kurz vorher gestorben. Ey, man kann rauskriechen. Das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. Ja. Wir haben es geschafft. Eine deprimierende nice. Leistung. Anmerkung, das Sanitärteam wird extra aufräumen müssen. Weil wir uns die Hose geschissen haben. Nein. Ja! Puh. Wir haben es geschafft. Nice. Levelaufstieg, ich bin Level 10. Jetzt. Ja. Das ist auch nice. Ich freue mich so. Oh, meine Hundis freuen sich auch draußen. Ey, wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Mein lieber Scholli, ey. Oh, man kann rauskriechen. Wie gut. Ja gut, wir wissen es. Das ist ja auch eigentlich notwendig. Eigentlich ja. So bei weil, dem, was die einem am Ende entgegenschmeißen. Ja, das ist wirklich so. Ich finde es eigentlich geil, weil du wirklich, ich finde es cool, dieses zum Schluss, dass das so heftig ist. Aber klar, wenn man dann rauskriechen kann, ist das cool. That would put me on par with Christ. How much greater would be a man who could wash your brain? Und was sagt der Puls gerade so? 150 oder 180. Aber auch vor Freude. Ich
cool. Ich kann jetzt zu der Typen. Triff dich mit, zu der Frau. Zu der Typin. Triff dich mit der schattenhaften Dame. Hast du gehört? Bitte? Oh, bless you. Apropos Puls, ich gehe mal eben pinkeln. Okay. Hä? Okay. Cool. Jetzt möchte ich aber mal hier das noch gucken bei der. Hallo, so, Emily. So, Freunde vor feindlichen Hinrichtungen zu retten, erschöpft dich nicht länger. Warte mal. Hier, das wollte ich. Du kannst Türen im Rennen sofort öffnen, aber verschlossene Türen gehen dabei kaputt. Das mache ich jetzt mal. Da habe ich Bock drauf. So. Okay. So, und dann gehe ich jetzt mal nach oben zu der Dame, zu der Gruseligen, der Insassin. Und dann gucke ich mal. Ah, nee, das mache ich gleich. Komm, das mache ich, wenn Robots am Start. Ach, guck mal, wie geil ist das denn? Guck mal, was man alles machen kann, was man alles gewinnen kann hier. Wie cool. Oh, ich liebe Halloween. Ha. Okay, ich gehe mal in meinen Raum. Ich möchte mal eben schauen in meinem Raum, was so geht. Ich habe da bestimmt neue Sachen. Also, ich habe erstmal ein neues Bildchen. Aber ich finde das eigentlich ganz lustig hier. Ich glaube, das lasse ich so. Das kaufe ich jetzt nicht. Oh! Das Oberteil ist irgendwie cool. Jetzt sehe ich so richtig dann schlabbernzugmäßig aus. Ich mal eben gucken. Okay. Was habe ich für eine neue Hose? Die hier. Oh, die ist ja auch hübsch. Warte mal. Da ist aber dann das Oberteil, glaube ich, besser zu. Oder? Was meint ihr? Sieht ganz cool aus. Ist ja in beiden Fällen Druck auf der Leitung. Achso, ja. Stimmt. Guter Witz. Ah, ja, geil. Okay. Ah, finde ich ganz gut so. Geht beides zu der Hose. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch ganz cool. Mein Hund ist gerade draußen. Die mag ich ja auch. Das ist so eine Halloween-Hose. Das geht auch. Ist auch nicht schlecht. So, was gibt's hier Neues? Neuer Fußboden. Nee, Tapete. Okay. Finde ich jetzt nicht so. Finde ich die fast schon cooler. Ich habe jetzt aktuell die. Ich finde die eigentlich irgendwie schöner. Komm, ich kaufe die mal. Ich habe eh genug Geld. Ich könnte die aber kaufen. Episch. Die ist episch? Für 1000? Komm, ich kaufe die. Ich mache aber die trotzdem angewählt. Ich weiß nicht, ob diese Halloween-Sachen auch weggehen. Ist so ganz hübsch. Sonst habe ich nichts gehabt, ne? Nee. Okay. Oh, ich bin so froh, dass wir das geschafft haben. Richtig gut. Richtig, richtig nice. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich bei der Tante oben auch Gutscheine brauche. Ich will mal eben in meine Abzeichen gucken. Das ist nämlich auch ziemlich cool, Leute. Man kriegt Abzeichen, zum Beispiel hier für, was wir jetzt schon 1000 Mal haben, ist buckelig. Verbringe 3600 Sekunden in der Hocke. Und da kannst du so Sachen, kriegst du so Abzeichen. Und wenn du das erste Mal hast, dann kriegst du Geld und Sachen. Verbringe 600 Sekunden in voller Psychose. Belohnung abholen. Da könnte ich ja jetzt mal alle eigentlich abholen, wo der Robert gerade noch aufs Klöchen ist. Sammle 15 Beweisdokumente. Hol ich auch ab. Nutze deine Vorrichtung 100 Mal. Auch das. Nutze 100 Batterien. Töte 50 Feinde durch Kopfschüsse. Ist total komisch. Es gibt, also Kopfwürfe, denke ich mal, sind damit gemeint. Was ist das? Triff 100 Feinde mit Wurfgegenständen. Nice. Jetzt könnte ich eigentlich noch mal gucken, weil jetzt müsste ich neue Sachen noch haben. Wo war ich oben, ne? War meine Zelle. So, guck ich da noch mal. Muss ich eigentlich noch neue Sachen bekommen haben. Finde ich auch nicht so gut, das Bild. Ich behalte. Oh, das mit dem Baby ist ja krass. Nee, aber ich finde das witzig hier. Das finde ich irgendwie gut. Ich mag dieses Vieh.
Oh, die ist ja auch cool. Kauf die mal. Auch nicht schlecht so mit der Bluse. Aber das finde ich trotzdem immer noch besser ein bisschen. Ich mag dieses Oberteil irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die anderen aber auch nicht ganz nice eigentlich. So, und was habe ich sonst noch? Die hier. Also ich kaufe die mal. Aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt finden soll. Ich finde die eigentlich ganz gut gerade. Oh, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Na toll. Entschuldigung. Ich mache mir mal eben was zu trinken auf. So. So, zurück. Ich habe mir gerade was zu trinken aufgemacht. Ah, so richtig schön Retro- und Fallout-Vibes gibt die Tapete. Ja, die geben alle so. Ich finde, das ist ja so 60er Jahre, ne? So 1959. Ich glaube, ja, was? Ich glaube, wir haben heute immer so ein bisschen Sprachchat-Verzögerung im Gegensatz zu sonst. Das kann sein. Ich glaube auch tatsächlich gerade, weil morgen Halloween ist und so, dass viele das gerade spielen, bestimmt. Viele spielen, ja. Ja, ist halt so die Zeit, ne? Welcome back. Danke, Alera. Danke. Ja. Ja, das liegt 100 pro daran. Ich wollte gerade sagen, hier, es gibt so Halloween-Marken und deswegen spielen das wahrscheinlich viele und deswegen ist wahrscheinlich die Sprachchat-Verzögerung auch da. Damit kann man halt so Halloween-Sachen freikaufen. Zum Beispiel, ach, das könnte ich mal machen. Hier diese, das ist so übel. Guckt euch das mal an. Das ist, da ist Haut dran an dem Nachtsichtgerät. Ich kaufe das jetzt. So, guckt euch mal. Finde ich gut. Was, siehst du das? Guck mal. Ja, sehe ich. So, ich wollte mal zu dieser Frau, zu dieser Düsteren. Mein Raum. Wo ist denn mein Raum? Ich gehe mal zu der Frau, ja? Ich rede mal mit der Frau hier oben, nur dass du es weißt. Ja, ja, was wenn ich jetzt ruhig bin, dann höre ich dir zu. Alles klar, reden. You're really sticking around this place. Well, it's your neck. See if I care. I'm Doris. I'm sure my reputation precedes and all that. And it's all true. Here and there, I might come across something you might find useful. But, you know, you can afford it. Okay. Doris, Amps sind eine mächtige Schmuggelware, die einen großen Einfluss auf deine Therapie haben kann. Doris handelt mit Amps. Amps. Okay, was macht das? Du kannst... Okay, man muss die Gutscheine nehmen und ich habe nur noch zwei. Shit. Du kannst über Glasscherben laufen, ohne Lärm zu machen. Oh. Wie geil ist das denn? Oh, sei Fahrer. Für heute ziehe ich mich dann mal zurück. Hab noch viel Spaß und nachher eine gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen, Seefahrer. Bis morgen. Gute Nacht, schlaf gut. Bis morgen. Das ist ja geil mit den Glasscherben. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, schade. Ich hab nicht genug Gutscheine. Aber gut, drei kriegt man schnell zusammen. Keep your head down. Ich brauche noch einen Halloween-Gutschein. Ja, ich kann dir leider keinen geben. Ich würde dir super gerne einen geben. Möchtest du ein Halloween-Ding spielen? Ja. 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 Ich möchte das Knochenanmal-Ding haben. Ja, okay. Sollen wir das heute noch spielen? Sollen wir das nochmal probieren? Das, was wir letztes Mal probiert haben? Ach, das war ja das, was eigentlich schnell wäre, ne? Genau. Sogar. Ja. Ja, komm, go for it. Ja? Wir sind jetzt drin. Ich überlege nur gerade, ja, glaube, dann nehme ich aber keine Heilung, weil Heal ist, glaube ich, da echt nicht notwendig. Da muss ich eher kämpfen, als ob, weißt du, gegen die. Ja. So, dann mache ich mache ich Betäuben. Ach so, warte mal, ich könnte mal gucken, ob ich noch was upgraden kann. Ja, das mache ich, glaube ich, eben auch noch. Habe ich noch nicht gemacht. Dann nehme ich die Gutscheine dafür. Wiederherstellung. Verringert die Dauer des Betäubungseffekts. Nee, das brauche ich nicht. Nehme ich lieber bei der Medizintante was. Das brauche ich eigentlich auch nicht machen. Careful out there. Zumindest jetzt noch nicht. Ich gehe auch nochmal bei der Medizintante gucken. Trust the
Are you feeling okay? Die ist irgendwie voll süß. Ich finde die cool. Die hat so richtiges... Die hat voll die, weißt du, diese Ausstrahlung. Die haben die so gut gemacht. So richtig diese 50er-Jahre-Dame, weißt du? So eine Hot Nurse halt. Hallo Hot Nurse. Hot Nurse. Das ist die, wie heißt sie? Emily heißt sie. Nee, ich meine bei Blink. Blink 182. Wie heißt sie noch? Emma? Emma of the Nation? Ich google gleich. Ich weiß es nicht. Das ist doch das Album mit der Krankenschwester vorne drauf. Und das heißt Emma oder Enema of the Nation. Ich kenne das. Also ich kenne das Cover. Ich habe das vor Augen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Namen sind halt bei mir, ja, wie das so ist mit Namen. Nicht gut. Ich dachte Enemy. Enemy? Enemy? Echt? Ich google Enemy mal. Warte mal. Alera googelt. Ich google auch gerade mal. Ich glaube, ich mache das Alera hier. Alera googelt, okay, gut. Freunde vor feindlichen Hinrichtungen. Ich nehme diese zwei Sachen hier. If your heart explodes, be sure to tell a doctor. If your heart explodes, be sure to tell a doctor. Okay. Ich habe meine Marken jetzt. Ich kann jetzt Stufe 2 machen. Nice. Erweitertes Inventar. Ey, wie krass wird dieses Spiel noch? Du kannst einen weiteren Inventarplatz haben. Das ist echt schon ein Ding, ja. Zertrümmere verschlossene Türen mit zwei Treffern. Brechtechnik, zertrümmern. Enema. Doch, Enema of the State, genau. Danke, Alera. Das hätte Enema of the State, okay. Ja gut, okay, aber Enema und Enemy ist schon sehr nah an. Ja. Also das... Das stimmt. Zertrümmern verbraucht keine Ausdauer mehr. Okay, das ist Ausdauer verbraucht. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Die Laufgeschwindigkeit. Ausdauer reduziert den Ausdauerverbrauch beim Rennen. Ey, das wird noch so krass. Wie geil. Enjoy the therapy. Enjoy the therapy. Nice. Ja, gut. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay. Wollen wir starten? Ich wäre ready. Ja, warte, ich trinke noch einen Schluck. Ja, mach das. Mhm. Ja, wir können auch die Zeit abwarten. Das dauert ja eh einen Moment, bis wir da drin sind. Okay, Leute, dann machen wir jetzt... Dann hau drauf. Ja, Moment, sofort. Experimentelle Therapie, Programm Geister, Albtraumsaison. Das sind also diese, wo man diese Halloween-Marken gewinnen kann. Und wir machen jetzt, ich zeige euch das mal eben, wir machen von dem hier, bricht die Autopsie ab, nur in schwer. Also dieses Level hier machen wir jetzt von der Kerntherapie, bricht die Autopsie ab. Und das machen wir jetzt auf schwer, um Marken für Halloween zu kriegen. So, um das mal kurz zu erklären. Was ja, wir damit jetzt ich noch tun. Die Halloween-Sache bekomme. Ja. Ich glaube, das Halloween-Event geht aber noch ein bisschen länger. Also. Egal. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Wir würden ja eh noch eine machen, ne? Nur. Für euch zur Info, das ist jetzt eine sehr schwere, ein schweres Level. Also. Er hat gesagt, dass er mich liebt. Echt? Oh, I love you. Die Stimme hat gesagt, I love you. Oh. Also kann ich mich nicht hinsetzen. Oh, jetzt kann ich mich hinsetzen. Ich kann jetzt übrigens auch rutschen. Cool. Hab ich noch Und nicht ich kann richtig... durch Türen rennen. Ich hab's... Cool. Ich hab's noch nicht richtig genutzt. Also ich hab's aus Versehen benutzt. If you want to get better, you have to do the work. I can't just explain to you how to become a different person. You have to lean in. You have to let the trials inside you. Wie haben wir gesagt, das Sensibelchen, der Polizist, ja. Der Cowboy, wie du immer so schön sagst. Der Cowboy. Für mich wäre da alles schwer. Für mich wäre da alles schwer, sagt der Lehrer. Das ist schwer. Es ist auch echt. Ja, es ist ja ein schweres. Schwer. Es ist wirklich ein schweres Spiel. Ja.
Aber, oh, ich wollte eigentlich gehen. Aber man hat eine sehr steile Lernkurve, wenn man es spielt, finde ich. Und man hat halt, die Belohnungen sind halt echt gut. So, für euch. Stärkere Feinde, keine Spielernamen, Halluzinationen, mehr Blender und aggressivere Feinde. Wir können jetzt unsere Namen nicht sehen und jetzt laufen hier auch Blender und so rum und wir erkennen nicht, ob das wir sind. Also es wird jetzt richtig unangenehm. Wir machen so, das sind wir. Ja genau, ja stimmt, wir machen so. Warte. Das sind wir. Das sind wir. Ja, okay. Ich bin gerade eben in den Ausgang geslidet. Voll Stylo. Cool. Stylo. Hier ist ein, hier ist ein Poster, ich nehme mal mit. Einfach mal so. Poster. Also das wird jetzt richtig unangenehm. Jetzt kommen auch ganz viele Fake-Zipans und Fake-Bots. Fake-Bots. Hier mit dem heißen Arschi wieder. Ja. Hier ist nichts, okay. Was hast du da? Ich bin, hab geguckt. Ach, da ist eine Batterie. Na gut. Skinnerman ist schon wieder am Start, ne? Weiß ja, jetzt geht's ja los. Ja, stimmt. Wir haben Halluzination. Ja, Psychose. Ja. Nee, ja. Halluzination. Ah, da war er. Halluzination. Genau, das ist die Schwierigkeit. Deswegen ist das sehr unangenehm jetzt. Aber man lernt ihn zu ignorieren, so ein bisschen zumindest. Nein. Nein. Ich schaff das nicht. Ich werde den nie lernen zu ignorieren. Das Spiel schafft es, mich damit immer wieder zu erschrecken. Aber deswegen finde ich es halt auch gut. Das ist irgendwie schon cool ein bisschen, muss man sagen. Weil das schaffen nicht viele Spiele, dass ich sie die ganze Zeit spiele, aber trotzdem mich erschrecken. Depot oder so? Hier so runter? Hier so? Ja, können wir machen. Können wir machen. Wollte aber mein Heal und meine Batterie erstmal mitnehmen, die ich gerade habe. Dito, hatte ich jetzt auch vor. Damit wir uns vernünftig aufteilen können, so, weißt du? Ich will mal eben das hier den Raum auf uns wirken lassen. Weil. Man hat ihn da war wieder der Mann. Das hat ja noch keiner gesehen bisher. Ach, das ist noch zu, okay. Das könnten wir höchstens auf der anderen Seite dann öffnen. Hier sind Schränke. Okay. Know your Umgebung und so. Mhm. Okay. Ich drück den Knopf, ne? Drück den Knopf. So, finde Schlüssel, um Agenten in den Tod zu entlassen. Als Mondkrone. Alles klar. So, wir müssen jetzt hier überall rein und da sind die Schlüssel wieder in Leichen versteckt. Du bist schon... Achso, ich dachte, du wärst schon losgegangen. Ich gehe jetzt los. Ja, gehen wir in das gleiche Ding? Mir egal. Ja, wir können uns auch aufteilen. Irgendwo habe ich schon Herzschlag gehabt. Letztes Mal hat das ja einigermaßen geklappt. Ja, ich gehe mal hier lang. Ich gehe mal zu Mond. Du hast ja gesagt, die verbinden sich auch, die Dinger. Meine ja. Ach, guck mal, hier ist direkt ein Ding, das kann ich schon mal aufmachen. Ich nehme die mal mit. Oh, Drogenmann kommt bei mir. Ist auch rausgegangen. Oh, der große, der Lümmelmann ist hier auch bei mir. Aha. Mir ist gerade alles relativ ruhig noch. Ja, es war. Was? Oh, ich hab Fakebot hier. Okay. Das Lustige ist, es kommt auch niemand. So auf uns zu. Also ich würde nie auf dich so zugelaufen wie diese Fake-Charaktere. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh. Das hat mich jemand gesehen. Shit. Oh, da bist du. Okay. Oh, ist das scheiße, hier zu laufen. Oh mein Gott. Ah, ich hab direkt eine draufgekriegt. Upsala. Hey, Bosse. Schnell.
You got this cup. Für euch zur Info, das war gerade der Skinner Man. Das ist eine Halluzination. Was kommt dazu? Ach so, guten Nacht. Hab ich gar nicht gesehen. Geburtstag, Schmatzipan. Ich bin weg für heute. Noch viel Spaß euch. Ja, danke schön. Danke schön. Wie gesagt, wenn einer von euch das Spiel gewonnen hat, dann erfahrt ihr das. Keine Sorge. Oh, warte, Fakebot ist auch noch hier am Start. Leute, müsst ihr jetzt alle hier hinkommen? Ah, Alter, Fake-Zipan. Nee, Fakebot. Ja, ciao. Also mir geht's nicht so ganz so gut gerade. Ich bin irgendwie, werd hier voll gestresst. Kann ich doch zu dir kommen irgendwie? Nee, alles gut. Oh mein Gott, oh. Skinner Man, Alter. Here we are. I'll see you. See you now. Snakes! Boah, geh doch weg. The frozen common fuck jobs all murdered a lot of. Alter, kriegt jetzt voll auf. Ey. Ich bleib mal ein bisschen versteckt, ja? Der läuft hier die ganze Zeit rum, bringt halt gar nichts gerade rauszugehen. Ist das dein Ernst? Otsipa! Oh, ey. Also, ganz ehrlich, dein Fake-Charakter hat mich gleich gekillt. Ich bin gleich hinüber. Tap, guck auf Tap. Kannst ja gerade nicht sagen, ich muss rennen. Mir geht's nicht so gut. Ich werd hier ganz schön irgendwie an. Ich hab echt Probleme. Ich muss mal mehr abwerfen, ey. Alles gut. Mir ist gerade ganz entspannt noch. Ja, ist doch super. Ist doch gut. Wenn du irgendwie. Wenn du vorankommst in der Zeit. Ich meine nicht. Muss ich ein bisschen auf Sicherheit gehen. Okay, das Leiden hat mir gerade schon den Arsch gerettet. Wow! Das Leiden ist nice. Ja. Call like a fucking dog. The therapy is working. Mond, ich habe Mond. Geil. Bist du das? Shit. Nein! Feuer, okay. Ich brauche unbedingt mehr Wurfgeschosse und ich brauche Heal, ey. Scheiße, da komme ich jetzt nicht rum, ne? Okay, ich mach's nochmal. Geil, 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 geil. Das nehme ich auch noch. Scheiße, was brauchen wir? Kreuz und Herz, okay.
War es auch noch eine Leiche? Nein. Shit. Vergiss nicht mit Flaschen ablenken und so, das. Lauf doch. Vergiss nicht auch mit Flaschen abzulenken. Hart drauf. Echt? Shit. Ja, aber jetzt wird's gerade besser. Warte mal, was brauchen wir? Okay. Nein, vielleicht wird's auch nicht besser. Shit. Ich hab eine Psychose deswegen. Ah, dann musst du dem Spiel folgen. Ich jetzt hier mal hin und verblute mal. Echt? Oh nein, ja. Ich hab Krone. Warte. Shit. Warte, ich hol eben Krone raus. Und dann komm ich raus. Neben dir ist er direkt. Ich weiß, das Wiederbelebungsding. Nein, das ist ein bisschen böse hier sind hier. Also der Fakebot ist hier in der Nähe. Okay. Und der Großer, der Stress macht. Der grüne Augentyp ist da auch noch. Das bringt ja alles nichts. Ich muss ja trotzdem zu dir kommen. Ich kann noch ein bisschen krabbeln. Okay, warte, ich glaube, ich sehe den Exit. Wo bist du denn? Sehe ich dich nicht. Hinter dem Typen quasi. Okay. Jetzt bin ich. Bist du tot? Ja. Warum läuft der denn da nicht? Warum läuft der denn da nicht hin? Ich hab doch da gerade eine Flasche hingeworfen, ey. Verstehe das nicht. Ah, jetzt ist er weg. Okay, na gut. Der sieht nichts. Der sieht halt nichts. Ja, ich weiß noch nicht, ob der jetzt hört, wenn ich dich wiederbelebe. Ja, der macht nichts, ey. Naja, egal. Wo bist du? Sehe ich dich nicht? Ach, da. Ich mache am besten noch mehr Geräusche. Hier. This is for you. Okay. Vorsicht! Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir damit was triggern. Das wäre kacke. Weißt du, wenn da. Ich weiß nicht, wann wir den Polizisten triggern. Ob wir dafür alle reinmachen müssen. Oder ob einer schon reicht. Nachher läuft er hier rum, das wäre kacke. Genau. Ja, ich hab Krone. Ich glaube, ich bin auch bei Herz gerade reingerannt, oder? Ich weiß das gar nicht. Ja, bist du. Ah, perfekt. Hallo. Hi. Mal zu dir geslidet. Ja, perfekt. Slip me in a slime, deep in a hand. Into the long tentacle. Irgendwas ist hier. Hier ist auch was zum Verstecken. Nur mal so zur Info. Naja, ich hab hier in der Ecke stehen. Der ist da drüben, gegenüber ist der. Okay. Ach, hier so hinter? Wo es zu ja, ist? Ja, hinter diesem Gitter war der, hat er sich bewegt. Ja, okay. Ja, jetzt ist er mal weg. Oh, ja, er ist da. Versteck mich. Ist er dir nachgelaufen, ja, ne? Nein. Nein? Okay, dann bleibe ich hier. Kurz versteckt. Takebot, verdammt. Ach, beide. Takebot und der. Ich lauf raus. Lauf weg. Lauf irgendwo hin und versteck dich. Das hat keinen Zweck, das ist zu viel. Die muss man erstmal abschütteln. Ja. Viel Spaß im Lurk, Alera. Look, look. Look, look. Bei mir ist keine Musik mehr. Bei mir ist noch Musik.
jetzt keine Musik mehr. Versuch mal Leichen zu finden. Ach, die ist hier, diese Person. Come on. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ja. Manchmal ist es echt. Was denn? Wir haben beide gleichzeitig die Tür aufgemacht und irgendwie ist er hängen geblieben dabei. Ist doch gar nicht so schlecht. Oh, der schreit. Es ist tatsächlich gar nicht so bad. Ja, der ist übel, ne? Aber ich find's auch irgendwie cool, dass es den gibt. Ja, mega cool, aber mega scheiße halt. Was mir halt auch relativ viel bringt, ist einfach mal rumzurennen. Also klar, man muss halt immer gucken, dass man sich orientiert, aber das hier ist nur Stern. Herz hier war ich schon mal. Ja, Herz. Yep. Ach, da geht's runter, das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Mhm. Was? Flasche. Was für Richtung? Ach so, ich hab. Brauchst du eine Flasche? Fake-Ding. Fake-Bot. Fake-Zipan. Das Problem ist, wenn man Flaschen auf die wirft, dann hören das halt auch andere Gegner, ne? Das ist immer das Problem. Ja, die haut ja jetzt wieder ab. Gott sei Dank. Jetzt habe ich nur keine vor. Oh, Skinnerman, Alter. Meine Fresse. Ja. Okay. Ja, aber hier ist auch nichts. Von da drüben kommen wir her. Da kommen wir her, glaube ich, oder? Weiß es nicht. Ich meine schon. Aber hier geht's in Richtung Schlüsselmond. Wir müssen doch Sektor zu B. Herz. Ja, Herz, ja, stimmt. Sektor C. Ah, jetzt checke ich das auch mit dem Sektor. Okay. Cool. Was B? Ich glaube, wir sind falsch. Kann das sein? Nee, wir müssten jetzt in C sein. Ja? Okay, Vorsicht, hier ist der Große, der Lümmelmann. Also der. Ja. Ja. Okay, hier sind auf jeden Fall auch noch Leichen irgendwie drin, hier im Dingenskirchen. Im Abschuss. Also hier sind viele Leichen, aber. Oh, hier ist ein Backstein. Willst du einen Backstein? Sonst nehme ich den. Würde ich gleich nehmen. Wobei ich habe jetzt ein Psychosemittel auch noch. Oh, fuck you, ey. Ja, ich hab. Ja, Scheiß. Ich habe ihn gehört. Ich glaube tatsächlich, dass der gleichzeitig bei uns kommt. Ich habe den nämlich echt? Auch gehört. Ja, ich hab das auch gehört. Und ich glaube, der war bei mir da auch gerade da. Oh, ich Batterie, sehr gut. Muss man nehmen. Oh, Adrenalin, Alter. Ich habe auch eins. Nice, das ist richtig gut. Adrenalin? Ah, nee, ist kein Adrenalin, schade. Oh. Ist nur ein Dietrich. Nur ein Dietrich, in Anführungsstrichen. Oh, fuck. Ja. Das Coole ist, wenn du rumrennst, werden dir manchmal Leichen angezeigt. Das ist gar nicht so schlecht. Ach, der Typ ist hier. Hier. Das ist der Skinnerman. Nee, ist der Skinnerman. Alles gut. Das ist krass, dass der auch Schatten wirft und so. Das ist so scheiße. Oh, Fickbot. Verdammt, der Zahnpan. Oh, mein Gott, lass mich doch alle in Ruhe. Ich bin doch nur ganz gemütlich im Leiche. Oh, Leiche? Herz! Ich hab Herz! Nice. Nice. Oh. Ja, geil! Wollen wir irgendwas vorbereiten? Oder machen wir jetzt einfach? Ziehen wir einfach durch? Ich will auf jeden Fall noch nach Heal gucken, weil. Ach so, Heal, ja. Heal wäre nicht verkehrt, da hast du vollkommen recht. Ja, gut. Ich bin, Ja, ich hab auch zwei. Ich hab einmal Heal. Wie viel hast du? Wie viel? Nur noch einen. Nur noch einen Balken. Okay. Also ich könnte dir einen gönnen. Ich habe einen Heal gefunden. Nimm das auch mit. Warte mal, aber dann, die Flasche nehme ich aber nicht, glaube ich, oder? Ah, der Große. Ah, verdammt. Skinnerman. Hm. Ich muss da lang. Scheiße, da ist...
noch einen Backstein. Komm schon. Gymnasium, da muss ich doch hin. Wird dir ja auch angezeigt, ne? Jetzt der Ausgang, also da, wo du hin musst. Ja, stimmt. Irgendjemand ist doch hier. Nur wo? Ach, scheiße, da kann ich nicht lang. Okay, da muss ich hier rum. Soll ich eine Wiederbelebung mitnehmen noch? Ja, sicherheitshalber. Da vorne könnt ihr... Ah, das sind Medizinkisten. Geil. Ach, scheiß Kinderficker. Ja, ich auch gerade. Bei mir ist er gerade vor mir geploppt. Ach, halt dein Maul. Nice, ich hab zwei Heal. Ja, nice. Ich hab jetzt noch einen, dann nehme ich den, ja? Den Heal. Ja, mach. Okay. Ein großes, das zieh ich mir direkt, und ein kleines, das nehme ich noch mit. Ja, ich würd's nehmen. Oder bist du dann voll? Ich bin dann voll. Okay, ich hab noch einen leeren. Sonst magst du mir das geben? Bist du das? Ja. Okay. Ah. Irgendwas kommt. Oh. Versteck dich. Oder es ist irgendein Fake-Dings. Oh. Einen ist der große. Der ja, hier, Blinde. In den Schrank rein. Kriegt der das mit? Der kriegt das nicht mit? Geil. Ja, weil der blind ist halt. Musst aufpassen, der schlägt um sich, ne? Der könnte dich treffen. Ja, ich schlag mich weg. Funktioniert. Perfekt. Da ist noch ein geil. Heal, sehe ich gerade. Nee, ist kein Heal. Alter, oh fuck, ey. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht trifft. Oh, eine Vorrichtung, geil. Vorrichtung auf Lader. Willkommen zurück, Alina. Es wird spannend. Gerade. Hallo. Ich muss aufpassen, dass er mich jetzt nicht trifft. Nein, fick sie dann. Nein! Shit, hab ich nicht gesehen. Shit, ey. Nicht mitgekriegt, dass die kommt. Oh, der Typ ist hier in der Mitte. Der Typ hier... Ach, scheiße, ich muss... Hast du Heal noch? Mir geht's nicht so gut. Ja. Wo bist du denn? Ich bin gegenüber, im Schrank. Hier? Der anderen Seite. Ach so. Gegenüber, ja, okay. Ja, dann bleib da drin. Ich geh mal hier rein. Oder wir warten. Der soll abhauen. Der ist weg. Nee, er ist noch nicht ganz weg. Er ist... Ja, okay. Und es kommt Drogenmann oder Fake-Zipan. Ich geh mal auch in den Schrank. Jetzt ein bisschen absitzen. Ein bisschen warten, bis sich die Lage verbessert. Verstehe ich nicht mehr so gut. Ich sag ein bisschen warten, bis sich die Lage verbessert. So ein Wieder-da-Befehl wäre auch noch ganz gut. Irgendwas Leichtes so. Wäre auch nicht schlecht. Neben dem Look. Ich glaube, es ist gut, oder? Ja, ich höre ihn zwar noch, aber er steht wahrscheinlich in diesem Gang. Ja, ja. Ich glaube, der geht da jetzt nicht mehr weg. Vermutlich. Wenn du schleichst. Schleich aber, ne? Ja, ja, klar. Ja, sonst hört er uns. Ja, gut. Ja. Thank you. Irgendwo macht's nerd. Ja, was komm, kommt? Lass mal jetzt rein. Ja, willst du stecken? Ist egal. Nee, voll hinter dir! Oh, hallo Fakebot. So egal ist das nicht. Hat er dir einen gegeben? Aber, ja. Hat er dir einen gegeben? Ja, hat er. Ah, ja, gut. Hat er, komm, ist egal. Okay, dann los. Oh, cool. Los geht's. Okay, versteck dich. Wir müssen warten. Gut. Okay, jetzt ist das gleich offen. Lass mal kurz warten, bis der so ein bisschen irgendwo hingeht, in irgendeine Richtung. Ich werf den jetzt gleich ab, wenn ich rausgehe. Ich lauf. Nee, hab ich nicht. Ich lauf schon mal. Ich bin im Schrank am Ausgang. Benutze ein Vorrichtungsding. Und sag, wenn ich rauskommen muss und irgendjemand abschießen soll. Ah, verdammt, er kommt.
Okay. Hier. Ah, aua, er hat mich. Der Große ist auch noch hier, verdammt. Ja, ich weiß. Ich lieg auf dem Boden. Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin am Ausgang quasi. Ich bin am Ausgang. Versuch mal, dahin zu krabbeln. Okay. Ich kann der Leute kommt, betäuben. Der Kopf kommt aber auch. Ja, ist nicht schlimm. Der Kopf kommt. Ist egal. Ich hab vor... Komm. Stay back here. Ja. Mach. Oh. Fucker. Stop. Okay. Ich geh. Kann ich rausgehen? Ja. Okay. Meinst du, du schaffst das? Ja, ich bin raus. Okay, ich auch. Nein. Du verblutest? Nee. Was Nein, alles gut. Hat geklappt. Bist du raus? Oh, ja, ich bin raus. Ihr habt geschafft! Ey, zwei erfolgreiche Dinger. Wie, ich hab ein D. Ich hab ein D, was soll denn der Scheiß? Voll gut, wie ich hab ein D. Oh, super. Puh. Ja, geil, dann kannst du jetzt dieses Outfit dir kaufen. Super. Ja. Ey, voll erfolgreich heute. Guck mal, wie gut wir geworden sind. Ja, ich hätte jetzt zwar noch ein besseres als ein D erwartet, aber ich bin ja auch verblutend rausgelaufen. Also ist in Ordnung. Ja, aber wie gut einfach. Cool. Ja, das war gut. Es war auch jetzt auch gut zu wissen, dass man verblutend rauslaufen kann. Ja, das war wirklich gut. Weil ich habe auch gedacht, dass. Aber wir sind. Ich glaube, ich bin das letzte Mal auch gestorben. Davor, kurz davor ja, oder ich so. Ja, auch. Ja, ich. Glaub ich auch halt. An adequate performance. That's how 99% of the world gets by. It's the mediocrity by which we'll all end up drowning in a bloody sewer. But I'm glad you tried. I am. Ist immer geil, was die sagen, finde ich, wenn du rausgehst. Es ist so cool einfach, was die alles so, also generell, was die alle sagen, auch die Gegner und so. Ist schon ganz cool irgendwie. Ja. Guck mal, was er für einen coolen Helm hier auf hat. Also, Ding. Ja, nice, ey. Dann muss ich hier hoch. Ich glaube tatsächlich, hier in der Lobby ist es ein bisschen schwieriger. So von der Sprache. Ach so, ja, das kann Wollen wir mal sein. Kurz auf. Siehst du, ich bin Knochen bemalt. Ja, du. Ah, stimmt, cool. Da gibt's auch noch eine Hose. Aha. Da gibt's eine Hose zu. Ist egal. Wollen wir mal kurz in Discordo wechseln oder so? Discord? Also, ja, komm. Ist können doof, wir machen. Ne? Aber müssen wir in-game ausschalten irgendwie. Ja, ist ne? auch doof. Warte mal. Ich guck mal eben. Audio. Ja, Voice Chat aus einfach. Das geht ja schnell. Fertig. So, hallo? Hallo. Anwenden. Ja, das geht. Oh, nice, ey. Das war gut. Das war richtig gut. Also vor allen Dingen haben wir die ziemlich schnell durchgezogen jetzt halt auch. Ja, so. Richtig, ne? Also schnell. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Warte mal. Man kann sich das ja angucken. Abzeichen, Dokumente. Nee, das ist ein älteres. 10. 26 Minuten. Nice. Das ist wirklich nice. Das ist voll kurz. Ist gut. Das davor waren 69 Minuten, okay. Aber das war auch sehr, ich fand das auch sehr aufwendig, ne? Aber das, ja, ja. Und trotz diesen ganzen Anforderungen, die es gab, ja. Haben wir gut gemacht. Richtig gut. Ich bin stolz auf uns. Habe ich denn Marken verdient? Also ich hatte jetzt nur eine Halloween-Marke, sonst hatte ich jetzt nichts. Ja, ich habe auch keine Gutscheine. Aber ist ja nicht schlimm. Warte mal, ich habe jetzt eine Halloween. Wie viel habe ich jetzt? 2 aktuell. Okay. Aber ich habe gerade nichts, was ich kaufen möchte. Ich spare mal noch. Vielleicht sammle ich noch was. Ich möchte auch mal ganz kurz bei mir noch in meiner Zelle gucken. Mhm. Ob ich noch was habe. Okay. Immer noch das am besten. was gibt's hier noch?
Was denn? Guck mal bitte in meine Zelle. Das muss ich jetzt. Oh, Vampir, Fledermaus, Vampir. Oh, ja, das. Das musste ich holen. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch sehr, sehr nice. Warte mal, dann mache ich direkt. Die ist sehr, sehr schön. Mache ich direkt die anderen Halloween-Sachen dazu. Habe ich denn nicht hier auch noch Halloween? Ah, ich habe aber so Puppen und so könnte ich machen. Sowas hier. So eine gruselige Puppe und so einen gruseligen Roboter. Dann sieht das so ein bisschen nach Halloween aus hier drin. Ich finde den Roboter gar nicht so gruselig. Den hier? Ja. Ich finde den so ein bisschen gruselig. Der starrt so komisch. Ja, ist schon, ist niedlich gruselig. Ja. Desto länger man ihn anguckt, desto niedlicher wird er. Das ist okay. Ja. Ja, cool. Oh, ich habe einen epischen Boden. Den machen wir doch direkt. Echt? Episch. Oh, ich hab noch keinen epischen Boden. Ich hätte so gerne auch mal einen epischen Boden. Weil die sind, der ist jetzt nicht mehr einfach nur einfarbig, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja. Warte, ich will gucken. Darauf warte ich die ganze Zeit, dass ich das mal krieg. Oh, ist der nice. Aber müsstest du eigentlich die Tapete noch ändern? Ja, ich glaube, ich nehme die hier. Boah, jetzt ist aber. Oh. Eieiei. Ich weiß nicht. Nein, warte. Sonst habe ich. Alternativ hätte ich noch. Warte. Könnte ich vielleicht noch. Aber das ist zu krass. Das ist so zu normal, finde ich. Das ist eigentlich ganz cool. Ich finde die Backsteine, genau. Habe ich auch gedacht. Das sieht cool aus. Ja. Das sieht nice aus, ja. Ja. Doch, finde ich auch gut. Was machen? Du kannst hier auch noch Poster hinhängen, ne? Hier. An ja, ich wollte nicht so viele. Ach so, na gut. Ich wollte nur zwei erstmal haben. Cool mit dem Radio und Kopfhörer. So richtig, ja. So richtig deine Zelle ist das jetzt. Ja, das ist halt so richtig meine Zelle. Wo kann cool. ich denn noch das Bett anpassen? Ist auch Bett? Ja, nee. Es ist doch, ist auch Bett. Ja? Mhm. Musst du nur durchklicken, musst mal gucken. Ah, jetzt, okay. Da hinten war's. Bett ist halt Schön. Zelle und Spiegel ist bist du. Was anderes gibt's nicht. Ja. Ich glaube, da muss ich aber hier noch den Boden und so ein bisschen Halloween-mäßiger machen. Warte mal. Nee, das behalte ich natürlich. Dann den Boden irgendwie so, weiß ich nicht, so. Oder die Farbe wäre gut dazu. Ja, die ist doch ganz gut. Und das Bett dann in auch so? Oder gibt es kein Orange? Gibt es nicht, ne? Ist eher gelb, gelblich. Boah. Und dann, wo ist denn das Bettgestell da? War das sonst auch so lila? Nee, es ist eher blau. Immer so. Ja, jetzt ist so ein bisschen mehr Halloween-Feeling hier. Wobei, das müsste auch noch, warte mal, das müsste ich eigentlich auch noch ändern. Wo ist das nochmal? Was? Da, alles gut. Ich habe das Waschbecken gesucht. Das gibt's auch nicht in Orange. Diese orange Farbe ist tatsächlich anscheinend eine Halloween-Sache. Aber so ist das ganz gut. Ja, doch, so ist das gut. Jetzt habe ich Halloween-Optik. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die Poster... Könnte ich dann noch mal ein bisschen anpassen? Oh ja, das hier. Und. Zombie-Lampe. Nice. Komm, ich mache auch Schach. Sieht Halloween-mäßig aus hier, oder? Voll. Krass, wie das Licht auch ist, wenn du da so rankommst. Ist voll nice, diese Effekte in dem Spiel, finde ich, dass es die so gibt. Ja. Weil das merkst du halt ganz oft, wenn du auch durchrennst, dass sowas passiert. Das gibt voll das gute Feeling. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Ja, also, weiß ich nicht. Ich würde es fast dabei belassen. Ja, bin ich auch mit einverstanden, weil jetzt bin ich auch durch. Ja, ja. Durch genug. Denke ich auch. Ja gut, dann mache ich schon mal das VOD. Beenden wir hier mal. Ich gehe nochmal in meine Zelle und gucke das an so lange. So. Dann im VOD auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Ne? Und dann bis zum nächsten Outlast-Stream. Und ja, danke fürs Zuschauen im VOD auf YouTube. Und bis bald. So. Tschö. Tschö.